Hasta la mañana, muchachos! Hier sind wir wieder, eure Losers. Ich bin der Deku. Wir melden uns zurück nach unserer kleinen unfreiwilligen Osterpause. Und zwar direkt mit einem Urf. Mit von der Partie natürlich der Mabossa. Was ist da los? Oh yeah! Ja, frohe Oster, muchachos, da. Erstmal ein Schlückchen Monster drauf. Ich hoffe, ihr hattet coole Zeit mit der Familie. Ostern ist ja auch immer so ein Familienfresstag. Und wir hatten 4 Tage Abstinenz von Leute, ich kann gar nicht mehr sprechen. 5 Tage. 5 Tage sogar? Ja, jetzt haben wir gerade ein paar Urfrunden gemacht und wir wurden richtig gefickt, eine Runde von einem Malphite. Und dann dachte ich mir, okay, wer einsteckt, kann auch austeilen. Wer einsteckt, that's what she said. Jetzt hat mein Boss den Malphite gepickt. Genau, wir haben Freitag kein LOL gezockt, Samstag kein LOL gezockt. Sonntag kein LOL gezockt, Montag kein LOL gezockt, Dienstag kein LOL gezockt. Ne, warte, das sind sogar 6 Tage. Ganz ehrlich, Kargok? Keine Ahnung. Wünsche dir das nächste Mal zu Ostern bitte einen neuen Rechner. Ich glaube, er hatte gerade geschrieben, dass er sich neue Boxen gekauft hat. Das war totale Fehlinvestition. Du hättest dir irgendwie, keine Ahnung, mehr RAM oder einen anderen Prozessor holen sollen. Egal, so chillen wir noch ein bisschen, wir können uns ein bisschen unterhalten. Stellt uns ein paar Fragen, wir antworten jetzt. Was ist passiert? Passiert ist, fucking gestern hat der Preload zu GTA 5 angefangen. Seit gestern kann man auf Steam GTA 5 pre-downloaden, damit man zum 14. fucking direkt loslegen kann. Echt? Ja. Und es ist locker, warte, was habe ich gesehen? Ich glaube 59 GB groß oder so. Was? Was? Ich muss direkt von meiner SSD, muss ich Battlefield 4 wieder runterschmeißen. Damit ich Platz habe auf meiner SSD für GTA. Kam jetzt dieses los. Und Muchachos, ich habe so einen fucking Bock auf GTA, das wird so geil. Ich kann mir gar nicht leisten im Moment hier. Jetzt muss ich mir irgendwie ergaunern an das Game. Das wird schon, das musst du auf jeden Fall, weil wir wollen ja auch ganz viele Aufnahmen machen bei GTA. Da kann man ja auch. Aufnahme im Aufnahme, wer ist das? Und jetzt geht's gleich los, gleich geht's los, gleich geht's los. Gleich geht's los, gleich geht's los. Also, Muchachos, in der Beschreibung findet ihr einen Spendenlink für Kargok 2, dass er sich einen neuen Rechner holen kann. Oh, sowas müssen wir für uns einbauen, ey. Ein Spendenlink für Lusor-Rechner. Oder für den armen Deko, damit er sich endlich anständiges Internet kauft. Ich glaube, ich muss da vielleicht das Kabel Deutschland aufkaufen, ey. Und dann nur dafür sorgen, dass ich gutes Internet habe. Das ist echt so mies. Aber du ziehst ja auch mit Mike zusammen. Ich denke mal, der ist ja auch auf gutes Internet angewiesen. Da holt ihr euch schon was richtig Schniekes. Ja, das Ding ist, ich habe ja jetzt auch noch 100.000er Leitung. Das bringt mir aber nicht viel, wenn die das nicht gebacken kriegen. Da kann man sich was Schniekes holen, die man will. Du musst einfach so in eine richtig geile Gegend von Hannover ziehen. Ja, das, ja. Musst du halt vorher wissen. Ich meine, ich hatte ja die 100.000 auch schon mal hier. Alter, das ist hier gerade voll der Broadcast, so eine Talkshow. Please, Alter, was ist hier los? Ich weiß, es sind alle auf 100%, aber es geht nicht los. Ja. Nee, ich hatte am Anfang bei Kabel Deutschland, die ersten 2 Jahre oder so. Klar, gab es ab und zu mal Probleme. Aber ich hatte wirklich immer so zwischen 80 und 100.000. Es war wirklich immer gesetzt 80 und 100.000. Und mittlerweile schwimme ich so bei 50.000. Mal ist es 55.000, mal ist es 45.000. Und es geht einfach nicht mehr höher. Und ich hatte schon 20 Mal hier irgendwelche Techniker, die irgendeine Scheiße gemacht haben. Die haben einen neuen Router gebracht, die haben irgendwelche Kabel ausgetauscht, die haben irgendwelche Dämpfer eingebaut. Die haben unten am Verteilerkasten rumgeschraubt und es kommt einfach nicht mehr. Aber das Komische ist doch, immer kurz nachdem die da sind, funktioniert es doch, oder? Die 100.000 habe ich trotzdem nicht. Nee? Achso, ich dachte, die hast du irgendwie ansatzweise. Aber man muss dazu sagen, Deko hat das auch alles für lau. Der bezahlt dafür auch nicht. Nee, ich zahle ja, zurzeit zahle ich nicht, weil ich keine Ahnung, wie viele Probleme hatte mit Internet. Das habt ihr auch mitbekommen, dass ich Disconnects hatte und so ein Kram. Das soll jetzt allerdings gelöst sein. Gestern war ein Techniker da und der hat unten am Verteilerkasten umgeschraubt und hat gesehen, da war ein Kabel nicht richtig fest. Das sah zwar aus, als wäre es richtig festgeschraubt, war aber nicht richtig festgeschraubt. Und so hat sich das dann ergeben. So hat sich das dann ergeben, dass ich da einen Wackelkontakt unten drin hatte und deswegen zwischendurch mal mein Router disconnected ist. Aber
Das soll jetzt entfernt sein, was bedeutet, ich habe zumindest keine willkürlichen Disconnects mehr. Ich muss jetzt nur noch irgendwie wieder auf die 100.000 kommen. Alter, diese Combo ist ja richtig geil, ja, von denen! Ich wollte gerade sagen, ich weiß. Was willst du dagegen machen? Ich sehe schon, was sie sich dabei gedacht haben. Oh mein Gott, bist du einmal gefangen, dann war's das, ey. Nein, die ist mir nicht tot! Nein! Ich bin weg, sieh, ey. Das ist eine richtig geile Combo! Ey, please, ey, please! Sidestep, Magic. And it's magic! Ja, ich meine, wenn Morganas Cooldown noch ein bisschen geringer ist, ne? Dann haut die Scheiße rein, cage dich und kann dich immer noch weiter cagen, ne? Ja. Was geht da jetzt? Dann bist du am Arsch! Aber diese Lane haben wir schon mal normal in der Normal gemacht, ne? Also. Nein! Jetzt bist du am Arsch! Oh, oh. Mal ein bisschen. Und. Ja. Jetzt hier kannst du richtig Deutsch lernen hier. Jetzt geht's ab. Bam! Bam! Ab geht's hier! Ab geht's hier! Nein! Alter, das ist eine richtige Dojo-Lane. Dojo-Lane. Nice, dass du in so vielen Minions gekämpft hast. Egal, diese Minions gespawnt sind jetzt. Deko ist manchmal so unglaublich. Ja, okay, jetzt sind sie weg. Lass mich eben leveln, dass ich mein E habe und dann fick ich den in den Popo. Oh mein Gott, ja. Auto-Tags, wer sind diese Auto-Tags, wenn man Q hat? Hinterher! So. Wir hatten schon First Blood, das heißt, ich habe nicht First Blood weggegeben, oder was? Doch, ich glaube schon. Achso, du hast noch. Hast du einen Kill geholt? Ja. Gerade? Nachdem ich gestorben bin? Ja. Hab ich die doch so ausgetänzelt! Ey, was hier für Scheiße rumfliegt. No, I got it. Wow, okay, jetzt ist der Cooldown schon richtig heftig. Dann gehe ich mal wieder in den Jungle, ne? Kennst du ja schon. Nein, Alter, willst du mich verarschen? Jetzt willst du mich mit diesen Fickern, Alter, wenn mich einmal... Dann lernst du wenigstens dodgen, ganz ehrlich. Ich gehe auch in den Jungle jetzt. Fick mich ganz im Ernst, ey. Das kann auf beiden Seiten gespielt werden. Hä, wer ist dieser auf die Lane gehen? Ey, ganz ehrlich, jetzt verlieren wir da auch noch Erfahrung. Kannst du zurückgehen? Mach ich auch gleich. Okay, die pushen uns weg. Ludens Echo, natürlich. Und ich glaube, ich hole mir echt die Magieresistenzschuhe. Oh oh, bin ich jetzt am Arsch? Fickt euch! Hoppala. Ach, Cargo war immer noch nicht. Cargo ist gar nicht im Game. Was? Please. Please. Nein. Wie die das direkt, ja, auf dich losballern. Aber Morgana, ja, haben sie so schön gereworkt, ne? Die ganzen Fähigkeiten. Sieht schon geil aus. Ah, oh ja, ich bin Ende. Es ist dein Ernst, oh mein Gott. Spiel ich eigentlich nur noch mit Chakos? Ey, ein Cage getroffen, der dann ist vorbei. Oh! Wuhu! So Deutschmann, Deko! They see me rolling! Hätte ich Flash gehabt, wäre ich da auch hingekommen. Ich hab ja noch Flash. Das können sie alle erzählen. Hier, extra für dich. Hast gesehen? Ich hab gerade geflasht. Jetzt musste ich sogar beim Off the Lane kommen, wieder flashen, ey. Alter! Dieser Block! Minions, please! Por favor! Alter, hier ist alles voll mit Scheiße! Was willst du machen? Was willst du machen überall? Egal. Wir müssen Level 6 kommen, deswegen, ich mach mal eben kurz den Jungle.
Ich spiele wieder ein bisschen Klavier. Danach könnte ich schon fast Level 6 sein, aber nur fast, leider. Der Tower hier ist gleich da, ne? Ja, das wollen wir machen. Oh, der ist ja wirklich extrem low, ja. Na, egal, passt schon. Dass der Kagok einfach nicht da ist, ne? Peace mit Startschuster. Wollen mit euch zocken und ihr gebt dann Wayne drauf. Jetzt geht's ab. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Und wieder dodgen. Bam. Und bam. Und bam. Woo. Und jetzt geht's hier rund. Woo. Nein. You never get me alive! Und? Und? Nice! Nice! Sehr schön. So, ich gehe kurz zurück. Ich kann mir aber noch nichts leisten, das ist Käse! Endlich bin ich auch Level 6. Morgana ist halb down schon. Alter Belly, okay, das war close. Kann ich ein bisschen baiten? Und? Ne. Okay, ja, also so ein 4 vs 5 in so einem Ofen ist schon nicht ganz geil. Nice Deko. Deko zeigt wieder, was in ihm steckt. Wie viel Power. Es ist schon wieder alles scheiße hier. Hol ich mir! Oh nein, er hat den falschen! Jawohl! Vorsicht, Ulti von Jinx. Ah, ich bin der Dodge-König. Dodge, geh nicht mal Bossa. Nein, du kannst. Sehr schön. So, endlich habe ich Ludens Echo. Jetzt werden Nillen rasiert. Oh fuck. Oh fuck. Nein, komm. Nein! Okay, zusammen schaffe ich. Oh, da war ein Urfgeist. Ein Urfgeist. Check der hier mal ab. Und Drake! Drake. Das wäre unser Vorteil jetzt. Hast du schon mitbekommen, dass jetzt bei. Dass jetzt bei. Darius, wenn er auf Level 3 die Ulti hat, dass er damit jemanden killt, dass er sofort resettet wird, komplett. Ich finde, Darius ist und bleibt aber trotzdem scheiße, weil er einfach keinen Engage hat. Ey, komm, das ist da die Jinx noch, ne? Please! Ich hab sogar Morgana noch bekommen durch die Blutung. Echt? Ja.
Ey, wir können das echt schaffen, 4 vs 5, ne? Genius. Oh, jetzt haben wir's, jetzt haben wir's, jetzt haben wir's! Easy! Double Kill! Ich weiß nicht. Oh, Nida hat das nochmal richtig auf die Schnauze bekommen. Wollen wir auf Lux gehen? Lux, 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 Lux! Ja. 3! Boom! Explode hier! Explosion! Oh! Sehr schön! Oh! Oh, jetzt heißt es abbauen, 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 abbauen! Fuck! Okay, er verfolgt dich. Nein! Renn! Lauf! Los! Ah, was für ein Hurden! Da will ich die Scheiße irgendwie dodgen, damit er seine Ulti nicht dodgen kann. Oh, so genial ist er mir, so ma. So ma, ey. So, weiter geht's auf. Ich würde sagen, Rabadons. Go Master G, Go Master G, Go Master zu viel CC. Wir müssen da echt zusammen rein. Ja, Papa kommt. Weiter geht's. Zu gewinnen, ja! Yeah! Malphite OP! Fuck, ey, die pushen wirklich auf jeder Seite, dass wir gar nicht selber zum Pushen können. Aber ihr kriegt jetzt den Tower sicherlich. Ja, das Geile ist ja, dass Tala mit dem den Q auch auf Tower machen kann. Was? Echt? Ja. Ah, der Tower blutet ja nicht runter, oder? Nee, nee, aber der macht trotzdem extra Damage. Ah, Alter, Malphite ist richtig fucking geil. 41 fucking HP hatte die Lux noch. Damit ist sie mir davon gekommen. Also ich habe jetzt wieder einen neuen Lieblingschamp, by the way. Für Wurf? Ich hätte Ward gebraucht, um hier für Botlane zu... So! Push it to the limit! Ich glaube, ich kann nur Alistar contesten. Den Rest würde ich platt machen. Go! Ich würde sagen, ich mache jetzt schon. Jetzt one-shotte ich Lux schon fast. Jetzt habe ich nochmal einen gekauft. Könnte sogar reichen jetzt. Ansonsten. Hier ist auf jeden Fall ziemlich nah dran und ich werde jetzt mal ein bisschen die Botlane pushen. Morgana ist top, zwei sind tot, Alistar fehlt noch. Ja, Blitzcrank habe ich umgebracht. Was ich aber gemerkt habe. Sobald ich sie nicht one-shotte, wird es schon wieder ein bisschen schwieriger. Lux ist wieder hier. Um mich alles da ficken kann. Aber bei unterm Tower alles da ist vielleicht ein bisschen hart. Hart was? Stell mal ein Ward! Geht doch. Papa kommt von der Seite. Oh, ich konnte nicht einmal rausflashen, Alter. Oh! Nein! Nein! Oh mein Gott, ey. Oh, und? Kannst du noch? Nice! Nice, jetzt lauf! Sehr
Nichts da. Nichts da, mein Lieber. Ey, das Melvin einfach so krassen Schaden macht, ne? Malphite ist einfach ein Traum. Ein Träumchen ist das. Fickt euch! Mann, ich will einfach nur mal scheiß anständig pushen hier. Die kommen die ganze Zeit auf die Lanes. Aber ich bin natürlich auch squishy as fuck, ne? Also, wie viel Damage mache ich? 800 Damage allein dadurch? Wow. Wow. Okay, okay. Das ist echt auch krasser Damage. Nice, Deko kam auf die glorreiche Idee, den Chuckcode mal zu machen. Hier will ich jetzt eigentlich nicht so zwischen gehen, ne? Ich pushe! Schneller! Minions! Dass sie mich hier oben noch trifft, ne? Ich brauche Hilfe. Hm. Soll ich nicht weiter pushen? Nee, nee, du musst auf jeden Fall kommen. Fuck, okay. Aber ich glaube, mit dir können wir sie acen. Ja, dann go! Boom! Alto Billy! Nächste, sag ich doch. Ma Bosse hat's aber auch gerade drauf hier, ey. Muchachos, ihr müsst auf jeden Fall im fucking Wurf mal den Malphite ausprobieren, ne? Vor allem hast du Bot gar keine Kill, du einen Kill hast du bekommen auf der Botlane, oder? Weiß ich nicht. Zwei, es war auf jeden Fall nicht so, dass die da gemietet haben. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Jetzt kommen die hier schon wieder an, ne? Da können wir noch was machen! Ne. Ne, ich bin weg. Obwohl? Puh, den Kill hab ich mir noch geholt. Please! Please! Nein! Woo! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin noch 20 Sekunden tot. Oh, mein Boss entkommt. Er will einfach bei seiner guten KDA bleiben. Oh! Spider Sense! Spider Sense! 15-1? Krass. Aber Malphite, ich meine, wir haben letzte Runde auch gegen Malphite gefightet, Alter, das ist einfach dieser Damage mit dem CC zusammen, das ist einfach so OP. Das macht so einen krassen Schaden. Ja. Mal reingehen? Nein! Nein! Alles rup! Nice! Das war aber auch eine Käse-Ulti jetzt hier von mir. Einer muss Lux aufhalten, kriegen wir hin, ne? Das irgendwer von denen hat ständig den Blue Buff, ey. Warum auch immer. Na, Level, ne? So, warum? Verkackt! Verkackt! Ne, denke aber nicht. Kriegen wir nicht. Oh mein Gott, war das knapp! Oh mein Gott, war das knapp!
Oh, weg! Da ist er weg! Da ist er weg! Nein! Oh, nein! Warum, ey? Hopp! Hopp! Nein, fuck! Dein Ernst? Oh nein, ey. Warum pushen die denn? Warum? Ja, ich kann nicht. Was kannst du nicht? Jetzt bin ich. Nein! Nein! Woo! Dass sie einfach einen fucking Innentower von uns bekommen haben, ne? Ja, uns fehlt einfach einer, ne? Das ist schon krass bemerkbar. Ich glaube, Damage mache ich jetzt echt genug, würde ich fast sagen. Ich kann nicht genug Damage machen. Es reicht fürs One-Shotten. Also, Mutsch, das ist ein 4 vs. 5 und trotzdem läuft es so geil. Heftig. Please. Ja, dann pushe ich jetzt die Top-Lane mal ein bisschen durch. Ja, ich glaube, die machen sich schon auf den Weg dahin. Wir sind gerade jedenfalls irgendwo Richtung Mitte gegangen. Ja. Von der Botlane aus und ich werde es dann Bot weiter pushen. Oh ja, die sind alle in der Mitte. Ne, einer kommt hier. Ah, Blitzcrank und Lux sind hier. Okay. Ja, ich hab nur Respekt vor Alistar. Der haut nämlich wirklich gut Damage. Die kommen zu dir. I see. Ich pushe Bot weiter. Jawohl, das ist down! Jetzt kann ich pushen! Jetzt ist Morgana hier, Alter. Completely Wurf! Jawoll! Ich hab Lux zerstört. Nice! Wir gewinnen! 4 vs 5! Nein, wieso kommen die jetzt schon wieder hier auf der Botlane, Alter? Malphite OP! Wir können benden! Fünf, vier! Oh, oh! Okay, jetzt merke ich leider, ich habe zu wenig Damage. Ich komm gleich zurück. Also ich kann Blitzcrank auf jeden Fall noch one-shotten. Okay. Nein! Dieser Bastard Alistar, Alter. Der hat mich enttäuscht. Oh, oh. Ja, go! Gib ihn! Jawohl! Ja, jetzt ist finishable, ne? Ja. Oh oh. Nein! GG! Alter, was für ein geiles Wurfgame, please! Und ich denke mal, jeder hat jetzt gesehen, was Malphite für eine krasse Stärke hat.
Weltweit ist richtig krass, Alter. Muchachos, wenn euch das Game gefallen hat. Hallo. Wir wollen uns nochmal den Damage-Graphen anschauen. Gucken wir uns den Damage-Graphen an, lieber Vorwasser. Oh! Also im Vergleich zu Vega habe ich krassen Damage. Aber einfach dieser Full-AP-Malphite, der einfach jeden im gegnerischen Team gewonshirt hat, außer Alistar. Ja. Ja, okay, im Late-Gen bin ich doch ein bisschen mehr auf Tank gegangen. Ich hätte noch krasser auf AP gehen können. Aber 22-1-15, das ist nochmal eine gute KDA. Also, Mujahid, Daumen nach oben nicht vergessen und bis zum nächsten Mal reingehauen. Chade!